So, da sind wir wieder bei Rising World in Trodia, in Troplace. Tollem Domizil, in meinem Domizil. Beziehungsweise, ob es toll ist, das liegt im Auge des Betrachters. Bei den letzten Malen haben wir uns ein bisschen um unsere Mario-Strecke da gekümmert, die ich finde eigentlich schon immer besser, jedenfalls was das Innere angeht. Nur mit dem klitzekleinen Unterschied, ich habe die falschen Steine gebaut. Und das muss ich ja jetzt beheben. Und über den Parcours muss ich auch noch ein paar Leitern machen. So. Und hier natürlich auch Licht an. Tja, ein paar Steine übersehen und schon hat man das Problem. Nee, einfach den falschen Stein ausgewählt und dann war es einfach passiert. Gut, naja. Was soll's. Montag, der 23.11. Was soll man jetzt zu diesem Tag sagen? Es ist Montag. Das kann ich schon mal sagen. Ja. Was habe ich mir denn für diesen Montag vorgenommen? Für diesen Montag habe ich mir vorgenommen, natürlich wie immer gute Videos für euch zu produzieren, die vielleicht meinen Ansprüchen genügen. Euer nicht, aber vielleicht sagt ihr auch, eigentlich genügen die. Weiß ich ja nicht. Ne? Videos mit Spaß zu machen und ja, diverse Projekte befinden sich jetzt auch langsam wieder im Abschluss und ich bin halt jetzt wieder am Überlegen, was mache ich jetzt. Ich habe jetzt demnächst fertig Super Mario 3D World. Bin am Überlegen, ob ich Mario Galaxy oder irgendwie so welche ähnlichen Sachen mache. Dann denke ich mir aber immer wieder, ich möchte gerne was Storylastiges haben, aber wenn ich zu viel Nintendo-Sachen habe, dann kann es sein, dass er schlecht auffasst. Und deswegen, was mache ich da nun? Das ist jetzt halt die Frage. Und ich möchte natürlich auch noch ein paar andere Spiele spielen. Ja, ich mache ja wirklich alles die Bank weg durch. Ja. Ich habe mich an Strategiespielen versucht. Kam jetzt anscheinend nicht ganz so gut an. Oder aber es war das falsche Spiel. Das war Valhalla Hills. Dann habe ich mich jetzt an Shootern probiert. Wurde sehr gut angenommen. Komischerweise. Gut. Haben wir ja. Unreal Tournament. Ich habe mich an Hidden Object, also an Wimmelbildern gemacht. Würde ich auch mal wieder gerne eins machen. Aber das dann halt so festzusetzen auf Montag und Mittwoch. Ja, wo man immer noch sagen könnte, der M-Day. Ja, könnte man jetzt falsch verstehen, ne? Ist natürlich dafür wirklich gut prädestiniert. Ja, jetzt sind natürlich auch noch diverse Sachen wie beispielsweise Super Mario Bros., Super Mario Bros. 2, Super Mario Bros. 3. Alles wirklich Top-Spiele, die ich auf meinem Dailymotion-Kanal damals gespielt habe. Die Frage ist jetzt halt nur, wollen die Leute das auch sehen? Und da ist es halt etwas, wo ich dann so ein bisschen mit mir haper. Will ich das wirklich machen oder will ich damit nur eine kleine Gruppe ansprechen, ja? Und da habe ich mir dann überlegt, nun gut, bringt mich das irgendwie selber spielerisch, künstlerisch weiter, wenn ich jetzt wieder so einen alten Schinken spiele? Dachte ich mir, einerseits ja, ich bleibe immer noch, fühle mich immer noch dann jung, weil es so ein alter Schinken ist, ja, und ich dann halt zu der Zeit auch so jung war. Andererseits denke ich mir aber auch, es gab ja nicht nur Super Mario, es gab ja auch andere Spiele, ja? Und das ist halt dann das, wo ich dann wieder an den Punkt komme, so, ja, aber was willst du denn nun? Und das ist wirklich eine gute Frage. Was will ich nun? Ja? Ich will Spaß haben beim Spielen. Habe ich definitiv bei Mario-Titeln. Ich möchte gerne aber nicht nur, sage ich jetzt mal, Nintendo-Titel, sondern auch andere Spiele spielen. Okay, gut, haben wir das auch schon mal gecheckt. Wenn ich jetzt mir überlege, es wird so oft Mass Effect gefragt. Soll ich mich dann jetzt mal mit Mass Effect anfreunden? Wird das ein riesengroßes LP? Weil ich, dadurch, dass ich das, ein LP immer, ja, wie soll ich das sagen, 15 Minuten halte und das Mass Effect ja, ich sag jetzt mal, ein Rollenspiel schon einen großen Bestandteil ist. Ich habe es zwar nie gespielt, aber egal. Wird das dann ein Mordsprojekt? Ein Mörderprojekt? Oder was wird das dann? Das kann ich halt schlecht einschätzen und deswegen ist das so schwer. G-
Genauso hätte ich auch mal wieder gerne ein Star Wars Spiel, was aber auch hundertprozentig funktioniert. Jetzt könnte ich sagen Battlefront, aber nein, Battlefront werde ich nicht spielen. Das ist von Electronic Arts. Außerdem, erstens ist es schweineteuer und zweitens die DLCs und so. Und es spielt auch wieder jeder. Ja, das ist immer auch noch so eine der ganzen Sachen. Ich möchte halt ungern, dass es dann heißt, ich versuche irgendwelche Views abzuknabbern oder so. Weil sowas gab es auch schon mal. Wisst ihr ja, und das will ich eigentlich gar nicht. Ich möchte eigentlich nur meinen Spaß am Spiel haben, um mit euch zusammen was zu erleben. Ja, ich könnte auch sagen, ey, ich mache Wacky Wheels oder wie das hieß, oder keine Ahnung, wie das Spiel jetzt eigentlich hieß, keine Ahnung. Ich glaube, es war, nee, Wacky Wheels war was anderes. Irgendwas, wo man da mit so einem Typen, der so Fahrrad fährt und so weiter, und man muss den dann durch irgendwelche Parcours da bringen, so gut es geht, durch irgendwelche Bewegungen. Und dann dachte ich mir, nee, sonst heißt es dann nachher auch wieder, hey, du kopierst ja nur. Nee, das will ich ja nicht, ja. Also ich möchte halt gerne was machen, wo ich dann halt auch mit den Leuten zusammen was mache, wo ich zusammen was bewirken kann. Weil, klar, Let's Plays, yay! Na, ich könnte natürlich auch noch mit dem Korti-LP was machen, das wäre ja jetzt nicht das Ding. Aber ich glaube, der hat genügend Projekte zurzeit. Das kommt ja auch dazu. Vielleicht werde ich auch meinen ganzen Upload-Plan einmal umwerfen und mir mehr Zeit für mich nehmen und sagen, hey, komm, jetzt stufe mal ein bisschen runter, lass die Projekte jetzt, die, ich sag jetzt mal, um 12 Uhr laufen, auslaufen und kümmere dich mal um andere Sachen. Ja? Wobei mir natürlich auch diese ganzen vielen Projekte auch Spaß machen. Ja? Klar, irgendwann komme ich in die Bedrängnis und habe dann das Problem, dass ich nicht mehr hinterherkomme. Aber, ja, ich komme aber von den 12 Uhr Projekten nicht weg, sagen wir es mal so. Ne? Ich könnte zwar ein, zwei weniger machen, das ist jetzt nicht das Ding, aber... nee, lassen wir mal so, würde ich sagen, oder? Gut, jetzt habe ich hoffentlich genügend Steine. Was ist das? Ist das immer noch so ein Erz? Was ich jetzt hier an Erzen finde? Also wirklich dafür, Red, Lob und Anerkennung. Ja, das ist wirklich top, top, top. Top. Ansonsten, falls gleich irgendetwas Außergewöhnliches passieren sollte, weil ich nämlich im Teamspeak bin, dann bitte das zu entschuldigen. Bloß ich warte halt noch auf den Korti-LP, mit dem ich noch was besprechen wollte. Und ja, der befindet sich zurzeit halt noch aktuell zu der Aufnahme noch in einem Livestream. Und danach wollte er eigentlich dann ganz kurz vorbeikommen. Und ja, jetzt gucken wir einfach mal, wann er kommt, beziehungsweise... Ihr guckt nicht, ihr werdet es ja dann sehen, wenn er noch vorher kommt. So, der Ofen ist fertig. Das heißt, den können wir jetzt erstmal ausmachen. Fände ich sowieso cool, wenn er das so einstellen würde, der liebe Red. Dass man... Ah, da hat er nur die Markierung weggenommen. Das ist das Geile. Wenn man die einzelnen Barren nicht rausnehmen kann, wenn der Ofen brennt. Das wäre viel cooler. Ja, ich weiß, in Wirklichkeit kann man es auch, aber man greift ja nicht in den Ofen, man schiebt es ja raus, ne? Aber hier würde es halt jetzt Sinn machen, das Ganze anders zu handhaben. So, dann habe ich doch jetzt hier ein bisschen Eisen bekommen, ne? Dann machen wir gleich nochmal das Eisen rein. So, komm. Hier rein, hier rein, hier rein. So. Und hier unten natürlich auch. Wir jetzt sogar alle weg haben, ne? Jawohl. Wunderbar, wunderbar. Hier haben wir noch ein bisschen Kupfer und dann haben wir noch ein bisschen Wolfram. Mal erstmal das Wolfram noch leer. Ist aber echt cool, dass man jetzt wieder echt mehr findet. Ich brauche gar nicht mehr so groß auf Suche gehen. Jetzt macht dieses Ding jedenfalls auch kaum noch Sinn. Man kann nur noch sagen, sag mir bitte, was bist du für ein Erz? Abnutzungserscheinung wäre noch cool, dass immer so ein bisschen Reste von dem da bleiben. So. Auch wieder weg. So, dann jetzt hier rein. Massig Kupferbarren haben wir auch. Ist auch sehr schön. Es läuft alles wie geschmiert. Und jetzt heißt es, die richtigen Blöcke holen. Die richtigen. Ich sagte Blöcke, nicht Bretter. Ich glaube echt, ich habe halt ein Brett vom Kopf. Pflastersteine, das waren die, genau. Max. Maximale Anzahl.
Habe ich die jetzt dreimal geholt? Gehen wir einfach mal hin, gucken wir mal, was ich gemacht habe. Ich hoffe, ich habe jetzt die richtigen erwischt. Muss da drin noch irgendwie Licht platzieren. Ich glaube, ich mache das dann aber auch so mit Fackeln, dass das so ein bisschen authentischer wirkt. Ich weiß auch noch nicht, wie ich die... Öle, Öle, habe ich Öle geschrieben. So, genau, ja, es sind die richtigen. So, jetzt muss ich erstmal hier... Hallo, gehst du mal wieder da rauf? Och, komm. So, Wolfram will ich jetzt mal nicht haben. Selbst wenn ich es gerade cool fänden würde, noch mehr Wolfram zu haben, aber egal. So, hier mal lang bauen. Muss ich auch langsam mal gucken, dass ich hier auch nicht zu weit baue. Muss ja auch noch eine Blockade hier hinbauen. Zum Drüberklettern. So, jetzt immer hier einen weiter. Ach, schon wieder leer. Na, du kleiner Schelm, aber auch. Ich glaube, das waren 3 Blöcke oder 4 Blöcke waren es. Ich mache lieber 4. Ich glaube, 4 hoch ist in Ordnung. Ja, 4 kommt hin. So, und das dann? What? Schon wieder leer? Jetzt hört sich aber mal auf. Mann, Mann, Mann. Da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt. So, und dann müsste ich hier oben nur Münzen verteilen. Oh. Nee. Egal. Jetzt doch 3 oder doch 4. Ah, das ist gar nicht so leicht, wie man es sich vorstellt. Fakt ist aber, hier kann ich zumachen. Ja. Muss jetzt mal gucken, wo mache ich denn jetzt so? Hier, glaube ich, ne? Hier wäre es am effektivsten. Dann muss ich jetzt hier eine Röhre lang machen. Das wird ja interessant. Da sieht man mal Mario aus einer ganz anderen Perspektive. Komme ich da überhaupt lang? Aha, aha, aha. Runterfallen kann ich, aber hier kann ich nicht durch. Das ist ja doof. Weil das Hinknien ist, ja, das ist langsames Gehen, Laufen. Ich glaube, knien kann man sich gar nicht hier. Das ist ja jetzt doof. Wie mache ich denn das jetzt am besten? Mache ich das größer und dann... Wir probieren es einfach mal. Ich mache es jetzt einfach mal größer. Funktioniert ja auch nicht. Brauche ich ja auch einen größer. Machen wir einfach mal. Mal gucken, was passiert, wenn ich das jetzt so mache. Okay, da käme ich durch. Ja, mache ich die Röhre halt ein bisschen größer. Meine Güte. Muss halt da dann nochmal Kupfer hin. Passiert halt, meine Güte. Ist ja kein Ding. Sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber hey, wen stört's? So, ah, hier muss ich sogar mal ganz kurz ein bisschen fliegen. Und, wo war es hier? Na komm. Genau. So, hier muss ich dann irgendwo mal auch mal zumachen. Boah, komm. Ja,
So will ich das sehen. Genau, so ist es schön. Ob das jetzt, sag ich mal, richtig optisch schön aussieht, liegt auch wieder mal im Auge des Betrachters. Wichtig ist aber, dass es erkennbar ist, was es sein soll. Ja, das Problem ist halt, wie gesagt, hier kann man sich nicht ducken. Und die Röhren sind sehr klein und ja. Wichtig ist, dass man es erkennt. Doch, würde ich sagen, das kann man so lassen. Oder? Ja, ne? Lassen wir mal so. Gut, bevor ich jetzt hier das Ganze weiter ausforme und da unten sind auch noch so viele Ressourcen, würde ich sagen, bedanke ich mich erstmal ganz herzlich fürs Zuschauen. Es geht dann beim nächsten Mal weiter mit mir, dem guten Tro-Play, und ich sage wie immer, ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, tschö.